Sie haben es geschafft. Ihr Anschreiben und Ihr Lebenslauf sind gut angekommen und Sie werden zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Aber was soll man da eigentlich anziehen? Und wie wichtig ist überhaupt das richtige Outfit? Das richtige Outfit beim Bewerbungsgespräch ist natürlich sehr wichtig, denn dies ist der erste Eindruck, was der Recruiter vom Bewerber bekommt. Besonders bei Damen ist zu beachten, dass die Knie verdeckt sind, der Ausschnitt nicht zu tief ist und die Schultern auch bedeckt sind. Im Winter bzw. im Sommer kann man natürlich auch einen schönen Hosenanzug anziehen. Bei den Herren ist es genau gleich. Ein schöner Blazer bzw. ein Anzug auch ohne Krawatte ist absolut empfehlenswert. Gut angezogen geht es also in Richtung Bewerbungsgespräch, aber Sie sind zu früh dran. Was ist besser? Überpünktlichkeit? Pünktlichkeit? Oder kommt man doch besser ein paar Minuten zu spät? Pünktlichkeit ist total wichtig beim ersten Bewerbungsgespräch, weil dies zeigt auch die Zuverlässigkeit des Bewerbers bzw. auch ein bisschen die Motivation. Deswegen würde ich empfehlen, lieber eine Viertelstunde früher, denn hier kann man dann alles Unerwartete, wie zum Beispiel einen Stau oder sonstiges, einkalkulieren und vielleicht sich noch ein bisschen vorbereiten. Der Recruiter bietet Ihnen ein Getränk an. Aber wofür sollten Sie sich entscheiden? Kaffee? Wasser? Oder doch lieber dankend ablehnen? Hier authentisch bleiben. Wenn man Kaffee trinken möchte, dann sollte man sich gern den Kaffee annehmen. Und wenn man keinen Kaffee trinkt, dann natürlich gerne einen Tee oder ein Wasser. Die Nervosität steigt. Auf welche Fragen sollten Sie jetzt gut vorbereitet sein? Klassische Fragen eines Recruiters sind ganz klar immer zur Person selbst. Zum Werdegang. Warum habe ich mich speziell für diesen Lehrberuf entschieden? Warum habe ich mich speziell für diese Schule, für diese Universität, für diese Ausbildung entschieden? Und natürlich auch immer, warum bewerbe ich mich für die Salzburger AG und warum bin ich die richtige Person genau für diesen Job? Alle Fragen zur Ausbildung und Motivation haben Sie gut gemeistert. Doch dann kommt die gefürchtete Frage nach den eigenen Schwächen. Welche Antwort kommt hier beim Recruiter am besten an? Schwächen hat jeder von uns und deshalb sollte man wirklich auch ehrlich damit umgehen. Man sollte sie nicht als Schwächen präsentieren, sondern als Handlungsfelder. Das bedeutet, wenn ich beispielsweise eine Schwäche habe in der Kommunikation, in der Rhetorik, dann kann ich das natürlich offen ansprechen mit dem Zusatz, dass ich natürlich bereit bin, daran was zu ändern. Am Ende des Gesprächs angekommen, bietet der Personaler an, noch eigene Fragen zu stellen. Sollte man eigene Fragen vorbereitet haben? Und wenn ja, in welche Richtung? Eigene Fragen zu stellen beim Bewerbungsgespräch ist sehr wichtig und kommt immer sehr gut an. Warum? Weil man einfach zeigt, man hat sich im Vorhinein befasst mit der Bewerbung und auch mit dem Unternehmen. Spezielle Fragen über das Unternehmen selbst, aber auch über die Position, die was ausgeschrieben ist, kommen immer sehr gut an. Diese zeigen absolute Motivation und natürlich auch Begeisterung für die Salzburger AG. Bleiben Sie authentisch, sind Sie ehrlich und natürlich auch professionell in Form von Pünktlichkeit, Aussehen, Auftreten und Bewerbungsmappe. Und dann klappt's auch mit dem Job. Nähere Infos über Lehrstellen und Jobangebote finden Sie auf www.salzburg-ag.at/karriere.